Ja, hallo zusammen. Heute shoote ich hier in diesem Rapsfeld die wunderbare Valentina und möchte euch in dem Video zeigen, welche Einstellungen ich an meiner Kamera verwende bei diesen Portrait-Shootings im M-Modus. Ich fotografiere heute mit der Sony A7 III und einem 85mm Portrait-Objektiv. Ich habe dabei auch das Sony-Objektiv mit 1,8er Blende. Und die Bilder mache ich jetzt im M-Modus, damit ich bestimmen kann, was am Ende scharf dargestellt werden soll und was nicht. Ich möchte jetzt zum Beispiel das Model und die Wiese komplett scharf darstellen, werde ich natürlich eine höhere Blende verwenden. Möchte ich jetzt nur die Valentina herausstellen und die Blumen sollen schön verschwommen sein und der Hintergrund verschwommen, werde ich halt eine Blende mit 1,8 oder 2,8 nehmen. Und da zeige ich euch jetzt mal, was es dazu braucht, die richtige Blende, die richtige Belichtungszeit und die richtige ISO einzustellen. Fangen wir jetzt aber bei Punkt 1 an und das ist der Weißabgleich. Ich stelle ihn jetzt auf sonnig, obwohl wir jetzt kaum Sonne haben, aber ich möchte, dass jedes Bild dieser Serie denselben Farbraum hat. Und deswegen stelle ich fix meinen Weißabgleich auf sonnig. Nächster Punkt ist die richtige ISO-Einstellung. Ich shoote ja heute mit Valentina draußen bei Tageslicht und da kann ich fürs Erste den ISO auf 100 belassen und der bleibt auch so, also der ist auch gefixt. Mit der Blende, die ich im M-Modus gezielt auswählen kann, bestimme ich jetzt, ob mein Hintergrund und das Model scharf dargestellt wird, mit zum Beispiel bei einer Blende 8 oder 11 oder mit der kleinstmöglichen Blende, also eine 1,8er Blende an meinem Sony-Objektiv, wird dann das Model nur scharf gestellt und der Hintergrund schaut schön verträumt und blurry aus. Probieren wir beides auch mal aus und dann sehen wir mal, was ich an der Belichtungszeit regeln muss, damit das alles so zusammenpasst. Um die richtige Belichtungszeit auszuwählen, bediene ich mich des Histogramms. Das kann ich mir auf dem Kameradisplay ganz gut einblenden lassen. Und da ist eigentlich zu beachten, wenn das Histogramm nach links abfällt, ist das Bild unterbelichtet. Fällt das Histogramm nach rechts ab, ist es überbelichtet. Also da hat man diese unschönen weißen Stellen, die man jetzt wahrscheinlich in dem Video oben im Himmel sieht. So nutze ich jetzt das Histogramm, um da eine schön gleichmäßige Ausleuchtung in meinem Bild zu haben. Also wenn der Graph oder dieses Diagramm sich schön mittig verteilt, ist es eigentlich genau richtig. Man hat auch in der Kamera hinten im Display auch diese Belichtungsmessungsanzeige. Da ist es auch von Vorteil, wenn es wirklich auf 0 steht, also nicht plus 2 oder minus 2, sondern auf 0. Aber da kann man sich nicht immer 100% drauf verlassen, das ist einfach so eine Hilfestellung. So, der nächste wichtige Punkt ist jetzt die Belichtungszeit. Hier hängt es sehr davon ab, ob sich mein Motiv schnell bewegt, ob es springt, ob es tanzt oder ob es sich eher langsam bewegt und einfach in die Kamera guckt. Bewegt sich mein Model langsamer, da kann ich vielleicht eine Belichtungszeit von 1/250 oder sogar weniger nehmen. Wenn Valentina jetzt zum Beispiel im Blumenfeld hüpft oder sowas, dann müsste ich eine sehr, sehr hohe Belichtungszeit nehmen, dass das Bild auch gestochen scharf wird, vielleicht 1/2000. Das probieren wir nachher einfach mal kurz aus. So, Valentina, jetzt fangen wir erstmal an. Jetzt drehst du dich erstmal seitlich zu mir. Und ich verwende jetzt fürs Erste eine 8er Blende. Ja, genau. Genau, und jetzt mach mal so, dass ich, also das Loch habe quasi, dass ich dein Gesicht sehe. Super schön, super, super schön, genau so. Yes, cool. Jetzt schau mich mal an dabei, genau so wie du warst. Und dann nochmal. Und versuch, ja, die Hand nicht gekrümmt, sondern, ja, genau so ein bisschen. Sehr schön, Valentina. Super schön. Ich gehe jetzt noch tiefer, dass ich die Blume noch schöner im Vordergrund habe. Du machst alles richtig, ich muss hier nur arbeiten gerade. Ich habe jetzt eine Belichtungszeit von 1/125 gewählt, weil das Model sich jetzt eigentlich langsam bewegt. Wenn die Valentina jetzt zum Beispiel ihre Haare nach hinten wirft, oder das probieren wir jetzt mal schnell, dann muss ich eine schnelle Belichtungszeit wählen, circa, sagen wir mal, 1/1000. Aber ich mache es jetzt einfach zum Test mal auf der 1/125 und dann mal auf 1/1000. Komm, wir versuchen es mal, dass du die Hände nach bei 3, also du gehst nach unten und wirfst sie dann einfach so nach oben und schaust mich dabei an, wenn es geht. Kleinen Moment, und ich stelle hier noch kurz ein, dass er mehrere Bilder die Sekunde schießt. Okay, auf 125, also 1, 2, 3. So, und jetzt wähle ich eine schnellere Belichtungszeit.
Wenn ich das jetzt mache auf ein Tausendstel, ist mein Bild natürlich jetzt unterbelichtet. Und jetzt muss ich die Blende oder die ISO verändern. In dem Fall verändere ich jetzt die Blende. Also selbes Spiel nochmal, dreh dich seitlich. Seitlich, genau. Und du wirfst die Haare nach hinten. Und wir schauen dann, ob das Bild auch wirklich so schöner scharf dargestellt wird. Okay, let's go. Okay, Valentina, auf ein Tausendstel. Und go. 1, 2, 3. Ja, sowas besser. Viel schöner. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt, dass nur die Valentina scharf dargestellt wird und alles andere sollte schön unscharf sein. Also auf dieser Ebene hier, bleibt da stehen, auf der Ebene hier ist alles scharf und dahinter wird es schön unscharf. Da wähle ich jetzt eine 1,8er Blende. Das ist die kleinste Blendenzahl hier auf meinem Objektiv. Und muss dementsprechend die Belichtungszeit auch wieder anpassen, dass mein Histogramm passt. Valentina, genau, vielleicht legst du die linke Hand flach unter das Kinn. Genau, machst wieder ein bisschen in den Haaren. Schön rum. Und ich nutze die Gelegenheit, hier mal wunderschöne Bilder von dir zu machen. Die Hand noch weiter reindrehen. Ja, genau, weil wenn man so die Pranke sieht, ist es nicht schön, wenn die glatt ist, sieht es viel, viel schöner aus. Genau. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt gehe ich noch mal tiefer, damit ich den Vordergrund noch schöner drauf habe. Okay, dreh dich mal mehr zu mir. Und verschränke jetzt vielleicht mal die Arme. Ja, genau. Den Klassiker. Sehr schön. Leg den Arm vielleicht echt mal drauf auf den Kopf. Ja, so. Den unteren Arm, den bräuchte ich weiter oben irgendwo. Wo könnte man den hinlegen? Oh, ist das schön hier. Ja. Das wäre eine gute Pose. Jetzt fass die obere Hand nochmal an. Ja, so. Ja. Oder streich dir mit links, ja genau, so die Haare einfach aus dem Gesicht raus. Schön. Die linke Hand, mach die mal auf, weil die Faust, ja genau. Fäuste wollen wir nicht, wir wollen schöne, stylische Bilder, sehr schön. Aha. Wow. Wow, das ist ein Top-Bild, Valentina. Das ist echt, der Blick war richtig, richtig schön. Der war richtig cool. Und es ist immer ganz schön, finde ich, wenn Frauen die Rundungen zeigen. Wenn du jetzt gerade stehen würdest, wäre es ein scheiß Bild. Aber Frauen machen immer irgendwie entweder den Arsch raus oder Brust raus. Irgendwie. Frauen müssen Rundungen zeigen, das kommt immer am schönsten. Deswegen finde ich das gut, wenn du ein Hohlkreuz machst oder das Gewicht halt auf einem Bein irgendwie hast, dann entstehen immer gleichzeitig diese schönen Rundungen. Dreh dich nochmal weiter seitlich, also genau. Und zieh das Oberteil hier unten noch glatt, ja? Ja. Ja, genau. Super. Ey, toll. Toll, toll, toll. Jetzt komme ich nochmal niedriger. So, also die Pose haben wir jetzt. Vielleicht funktioniert es auch. Bin mal echt gespannt, ob das klappt. Ja, 3, 2, 1, go. Sieht witzig aus. Schau mal. Ich will es dir zeigen, ohne dass ich hier die Blumen komplett kaputt mache. Aber hier sind schon echt verdammt geile Bilder irgendwie dabei. Cool. Finde ich schon ein paar richtig, richtig schöne Dinger. Machen wir es nochmal mit den Haaren. Vielleicht gehe ich noch ein Stück weiter weg, dass ich dich... Wirklich, das ist sehr, sehr schön. Okay, dreh dich ein kleines Stückchen zu mir, bleib so. Ein Stückel wieder zurück. Also, ja, genau. Arme höher geht's. Bleib mal so. Schau mich mal an. Arme hoch. Super schön. Das sind doch so die Instagram-Bilder, ne? Genau, jetzt schaust du mir über die Schulter, machst dann den Haaren rum. Die linke Hand muss da weg. Ja, genau.
sehr schön, Valentina. Wow, 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 sehr gut. Mach nochmal einen Hahn so. Aha. Das war schön, echt. Sehr, sehr geil. In dem Fall hier haben wir keine direkte Sonne, sondern eher einen dramatischen Himmel da hinten. Aber es gefällt mir doch ganz gut und es macht das Fotografieren auch viel einfacher, weil wenn die Sonne jetzt brennen würde, wir haben fast Mittagszeit, dann hat das Model wahrscheinlich diese unschönen weißen Flecken, Sonnenflecken im Gesicht und das ist heute nicht der Fall. Wir haben ein sehr, sehr weiches, diffuses Licht, weil es einfach schön bewölkt ist. So, Valentina, wie fühlst du dich gerade so beim Fotografieren? Gut? Ja. Ist auch das Wichtigste, finde ich. Wenn ihr shootet, eure Freundin, eure Bekannten, versucht eine angenehme Arbeitsatmosphäre aufzubauen. Ja, das ist super, super wichtig, weil die meisten sind ja auch tatsächlich keine Profi-Models, die wir so fotografieren. Und da ist es wichtig, eine gute Beziehung aufzubauen. Da macht das Fotografieren auch einfach viel mehr Spaß, wenn da so eine freundschaftliche Atmosphäre herrscht. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert im Blumenfeld, aber versucht doch mal zu springen und die Arme nach hinten zu nehmen beim Hochspringen. Und ich schaue mal, ob ich es treffen kann, das Bild. Mal schauen, ob es funktioniert. Komm, gib einfach Gas. 1, 2, 3. Wow! Da haben wir Bewegungen in dem Bild drin und das macht es auch unheimlich interessant, glaube ich, das Foto. Ich würde es nicht besser machen können, wenn ich... Nee, das war echt wunderschön. Dann komm mal her, dann schauen wir uns mal die Bilder ein bisschen an. Da sind wir, glaube ich, auch so weit durch, weil jetzt haben wir echt viele, viele schöne Motive schon gefunden. Oh, cool. Das gefällt mir ganz gut. Das ist die Arme. Die Arme, aber da ist alles, du hast richtig eine geile Linienführung in den Armen drin. Das ist richtig cool, das Bild. Also, wir sind jetzt fertig mit unserem Shooting. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Valentina. Vielen du warst Dank ein super Model, es hat mir echt Spaß gemacht. Und wir werden auch die nächsten Tage bestimmt nochmal rausgehen und ein bisschen shooten. Wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, was wollt ihr noch sehen, was für Techniken, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Lasst ein Like da für das Video oder abonniert meinen Kanal. Jetzt sage ich noch Ciao, Sigi vom Ammersee und danke an Valentina. Tschüss. Bye, bye. Woohoo.